Ja, und damit herzlich willkommen zu der zweiten Episode von Stationen in SimRail. Heute schauen wir uns wieder zwei Stationen an. Und das ist mal die erste. Das ist hier Knapoka. Vermutlich spricht man das eh wieder ganz anders aus. Die ist schon ein bisschen erweitert von den Funktionen her, denn wir haben hier drei Anschlüsse. Und bevor wir da auf Detail reingehen, sollte hier gleich mal ein Express vorbeikommen. Dem habe ich die Fahrstraße schon gegeben. Im Moment sollte er hier sein. Und dann gehen wir auf die Details der Station ein und was man hier in der Umgebung so sehen kann. Vielleicht bis der Intercity kommt, können wir vielleicht eine Sache schon mal machen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Seiten zu wechseln. Entsprich von... Also, ich fange vielleicht anders an. Also, wir haben hier einen Anschluss, doppelgleisig. Und wir haben hier einen Anschluss, doppelgleisig. Wir haben aber noch einen dritten. Und der ist eingleisig. Der fängt hier unten an. Und der dritte kann dann quasi von dem dritten Anschluss auf der rechten Seite hier auf das rechte Gleis wechseln. Na, wo ist denn der City? Na gut, bis der kommt, können wir uns das da unten einmal ganz kurz ansehen. Beziehungsweise, wir schauen mal ganz kurz, was wir hier auf der anderen Seite haben. Feld. Strommasten. Und was auch immer das da ist. Vielleicht schauen wir uns das doch noch mal kurz an. Und da hängt das Spiel. Sublot. Okay, erstmal weiter runter. Da ist er ja auch, der Express. Wunderbar. Und kaum zu hören. Okay, schauen wir uns doch mal ganz kurz an, was wir hier hinten haben. Das sieht interessant aus. Auf alle Fälle schon mal eine kleine Landstraße, wo ein bisschen was los ist. Oh, ich darf da nicht hingehen. Och, Spiel. Lass mir doch den Spaß. Ich will die Umgebung ansehen. Und da bekomme ich vermutlich gleich eine Nachricht. Glaube ich, war das. Vermutlich falsch. Ich schaue jetzt mal ganz kurz rein. 31:36. Ah, Entschuldigung. Okay, ja, wir sind heute natürlich hier live am Spielen. Schauen wir noch mal ganz kurz, was als nächstes kommt. War ebenfalls wieder Psari um 1937 und der muss eben auf diesen dritten Anschluss. So, schauen wir uns das mal ganz kurz an. Also. Ja, was ist denn du? 1437 ab 40. Okay, machen wir mal schnell die Fahrstraße. Der fährt hier rüber. Und der nächste von Psari. Um 1937, also der hätte eigentlich schon da sein sollen, der fährt auf diesen Anschluss hier unten. Und das macht die Station ein bisschen interessanter, wenn man hier SCS machen will. Denn ist die PFO 24139 clear. Aha. Gut, dass er das jetzt gerade macht. Schauen wir uns das mal an. 24139. Um 46, der ist verspätet, also lassen wir den mal durch. Und das ist genau die Situation, was ich meinte. Er fragt an, ist es frei? Dann sagen wir ihm hier, ja, es ist frei. 24139. Send. Und er wird jetzt die Richtung vom SBL hier ändern. Genau jetzt passiert das Ganze. Er hat das bestätigt. 1:1. Er schickt mir jetzt einfach Züge da oben. So, da wurde die Richtung geändert. Und da kommt jetzt gerade 14:37 entgegen. Aber wirklich viel sieht man hier nicht. Okay, wir tun das mal annehmen.
meinte, es wäre der Button gewesen. Ja, wunderbar. Ausfahrsignal steht. 14:37. 14:37 auf dem Weg zu dir. Und da ist jetzt die Frage, wer schneller ist. Ja, da oben oder da unten. Was hat er geschrieben? 14:135. 14:135. Oh, der kommt ja viel später an. 9:50. Ja, dann darfst du hier als erstes mal fahren. Wunderbar. Fahrstraße wäre am Vorbereiten. Sehr gut. Bis dahin ist sowieso erstmal alles blockiert von beiden Seiten. Schauen wir uns das doch mal kurz draußen an. Ach ja. Kleines Detail. Hier hinter dem Stellwerk. Ja, lass du mich jetzt. So, komm mal. Ich bin da vorher noch rausgekommen. Jedenfalls, die Hälfte der Autos fahren hier rein und wollen hier auf den Parkplatz. Vermutlich er auch. Und schaut euch mal an, die blinken sogar. Schöne Opel-Hommage. Da wartet schon der Nächste. Die tun dann disappearen. Und die anderen, du siehst das ganz schlecht, da vorne endet die Straße. Die bleiben da einfach stehen und gehen dann weg. Und da kommt der Nächste. Unser Auto ist ein... Was ist denn das? Fiat? Ich bin mir nicht sicher. Schreibt ihr in meinen Chat. 14:35, was los? Oh, haben wir da gerade ein Problem. Dispatcher, Dispatcher. Ah ja, das ist ein echter Spieler. Schön natürlich Recycling angesagt, aber ich wollte mir ja eigentlich die Gleise ansehen. Wir laufen nach da hinten. Ja, ist noch schwierig, solche Videos zu machen und dabei versuchen, den Verkehr nicht aufzuhalten. Haben wir unsere Schutzweiche mit einem Haufen Sand oder was auch immer das ist. Ja, davor anhalten wäre noch ganz gut. Und hier haben wir das dritte Gleis. Wo eigentlich bald ein Zug kommen sollte. Wir dürfen dann ab hier 100 fahren, so wie es aussieht. Nicht gerade schlau, was ich hier mache, auf dem Gleis zu gehen, wo gleich ein Zug kommt, aber ich laufe ja de facto auf ihn zu. Ich denke mal, da vorne gibt es nichts Interessantes zu sehen, so wirklich. 13:45. Wir gehen mal nach da vorne und werden uns das anschauen, wenn er hier die beiden Gleise überfährt. Schöne Lichtstimmung. Chat machen. Oh, jetzt hängt es schon wieder. Was ist denn das? Chat werden wir hier mal kurz ausblenden. Ah. Oh. Ist echt schlimm, wenn man sich daran gewöhnt, wenn man in Brave Worlds Online richtig schnell laufen kann und dann hier so langsam unterwegs ist. Da ist er ja. Was fährst denn du? Ach, ne EU. So, den Chat noch ausblenden hier. Ciao, Kollege, mit drei Wagen. Okay, gehen wir mal hier wieder rein. Ja, und da wartet der Express. Ciao. Ja, gut. Das sind so quasi die Tätigkeiten. Einmal von links nach rechts, rechts nach links und ab und zu mal einen Zug hier reinschicken oder wieder rausschicken und hier halt die Richtung vom SBL ändern. Das ist die Challenge hier drin.
wenn man da ein bisschen Übung drin haben will, perfekte Station. Also kann man ruhig mal machen, eine Stunde oder zwei. Wir stecken den jetzt da noch drüben. Und gut ist. Dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und wir schauen uns die nächste Station an, die es aktuell im Playtest von Streamway gibt. Bis gleich. Ja, damit herzlich willkommen zu der zweiten Station, die wir uns heute anschauen werden. Und das ist Psarie. Das hier ist unser Arbeitsbereich. Wirklich gemütlich. Drei Leute können hier sitzen. Wobei nur einer arbeiten kann. Alle anderen beiden müssen sich vorstellen, was der Computer so anzeigt. Bisschen schräg, dass man hier keine Monitore hat. Schauen wir uns mal kurz um. Hier stehen zwei Rechner, zwei Arbeitsplätze. So ein Sekretär für ja, Unterlagen, was man halt so braucht. Der Rechner zeigt sogar was an. Hat sogar hier ein Handy. Und liebe Entwickler, wenn ihr da schon Tastatur und Maus hinstellt, dann macht auch bitte einen Monitor hin. Genau wie da hinten. Weil so sieht es ein bisschen komisch aus. Ja, dann hier Drucker, Schrank mit Sachen drin. Das alte Telefon, das haben wir auch schon mal gesehen. Das alte Telefon macht gerade eine kleine Disco-Party und hat auch einen Ständer. war ein Gag, glaube ich, wird das noch. Klimaanlage, wir können hier raussehen. Und bei den Fenstern ist leider Dauerregen angesagt. Ich hoffe, die fixen das noch. Aber dann schauen wir uns doch mal Psarie an sich an. Jetzt hat hier Steckdosen. Gott sei Dank. Ja, das ist hier Psarie. Wir haben hier einen mega langen SPL-Block nach Gorobolodoska. Garantiert falsch ausgesprochen. Wir haben hier den Anschluss mit Starzydi LK570 und rechts Knapoka, der Station, wo wir vorher gewesen sind. Ansonsten, hier hat es kein Perron, aber wir haben halt hier die Ausweichgleise. Wir haben hier oben eins, unten haben wir sogar zwei. Wir haben hier eine Abstellung, glaube ich, und ein Stumpfgleis. Das werden wir uns gleich ansehen. Und rein vom Zuverkehr, was wird euch hier so erwarten? Ja, hier aktuell im Playtest. Die meisten Züge fahren halt hier von der SBL, von Gora nach Kaboka und weiter. Die müsst ihr einfach nur durchstellen. Das gleiche auch in die andere Richtung. Ab und zu, wenn ihr einen Zug mit Verspätung habt, dann werdet ihr halt mit der Verspätung hier auf das Ausweichgleis hinschicken und werde zum Beispiel einen Intercity überholen lassen, damit er drüber kann, damit er hier bei der SBL nicht geblockt wird. Dann, vielleicht, ich glaube, zweimal in der Stunde kommt es vor, dass von hier unten ein Zug kommt. Den müsst ihr dann Richtung Knapoka rausschicken oder von Knapoka kommt ein Zug und ihr müsst ihn da unten reinschicken. Kommt aber sehr, sehr selten vor. Als Beispiel, wir können mal kurz schauen, 6.22 Uhr, der nächste Zug dafür wäre tatsächlich um 32 Uhr, der kommt da unten raus. Mal schauen, ob wir den sehen werden. Damit wir jetzt draußen uns umsehen können und ich da nichts aufhalte, werden wir hier die Fahrstraßen schon mal machen. 42.110, das ist der hier. Den schicken wir einfach mal straight durch. Okay. Da kam gerade eine Chat-Nachricht. 41106. Das ist der hier. Hä? Okay. Ach, das ist Knapoka. Das kann ich ja eh ignorieren. Na gut. Gehen wir mal kurz raus. Da stehen erstmal zwei Autos hier. Hier hinten vermutlich ein kleines Generatorhäuschen. Funkturm hier. Und über diese Straße sind die hier reingekommen. Und ich habe bis jetzt noch kein Auto beobachtet, das hier reinfahren wollte. Aber hier war hier so ein kleines Dorf. Und die zwei Autos hier. Ohne Nummernschild. Ist definitiv ein Fiat. Ja, und hier oben die Strecke. Also wir haben hier Stumpfgleis, mit dem man Blödsinn machen kann. Das ist der eine kleine Anschluss, wo ab und zu mal was kommt. Und das hier ist die Hauptstrecke. Da können wir einmal von rechts nach links und links nach rechts wechseln. Und auf der Seite ganz viel Feld, Natur. Und hier sind die Ausweichgleise.
Nehmen wir die Schutzweiche hier. Und dann schauen wir uns doch mal kurz an, was wir hier so haben. Zweimal Dixie-Klo und Arbeiter. Und einer versucht zu telefonieren. Hat aber sein Telefon dabei vergessen. Tut aber so, als würde er telefonieren. Das ist hier wieder am Schweben. Das könnte sogar passen. Entgleiser. Also, kleiner Baustellenbereich hier. Hier haben wir wieder die gleichen Dudes. Auch wieder am Telefonieren. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das so aussehen soll. Aber lassen wir mal gelten. Wo, da steht ein LKW. Oder Anhänger. Okay. So, was haben wir denn hier jetzt alles? Als kleine Orientierung, das hier ist Signal K2M. Okay. Und das sieht so ein bisschen nach Rubbish aus, was hier ein bisschen so rumliegt. Ja, das könnten so alte Schwellen sein hier. Und da vorne geht es dann wieder links rein. Da auch wieder Feld angesagt. Ich werde ein bisschen nervös, je länger ich hier draußen laufe. Weil ich will den Verkehr echt nicht aufhalten durch meine Videos. Was aber hier? Irgendwelche Blöcke aus irgendwas. Wir haben sogar ein kleines Gewässer hier. Oder auch nicht. Da ist kein Gewässer. Sah doch gerade ein bisschen aus durch die Lichtstimmung, dass es ein Gewässer wäre. Alles klar. Und einen ganzen Haufen von Sand oder Schotter oder Stein. Alles klar. Inklusive ein Bagger hier zum Schluss. Lass doch mal kurz schauen, was die da hinten machen. Ja, einige Rohre hier. Also die... Oh, ich kann da nicht reingehen. Ne, kann ich jetzt... Oh, okay. Doch, ich kann weitergehen. Sehr gut. Du bist ganz schön dunkel. Fehlen bei dir die Texturen? Ne, aber von der anderen Seite aus... bist du einfach unglaublich dunkel. Sicher so ein Cut-Bugger. Naja, Details. Normalerweise würde man das hier nicht sehen. Gehen wir nochmal zurück in die Station. Ja, überhaupt nicht. Ich bin wieder in der Hauptregion hier drin. Was ist hier los? Wir haben nur noch einen einzigen Zug. 4210. Das haben wir jetzt gerade da unten erkundet. Wobei das Stumpfgleis da unten... Ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Das war hier vor dem TM-Signal 12. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz nach draußen. Exit. Das ist der Anschluss hier. Muss ich noch mal nachsehen. Ja doch, das ist der Anschluss da hinten rein. Also, nur zum Test. Ich werde das mal kurz auf Minus machen. Manöver. Ah, der hat das mit dem Minus jetzt gar nicht gemacht. Minus bitte. So, Manöver. Interessant. Mal schauen, was passiert. Aber ich glaube, die Gleissperre ist jetzt nicht offen, oder? Das Signal müsste jetzt eigentlich Fahrt anzeigen.
Ja, tut's auch. Hä, aber wo ist dein Gleiser jetzt hier? Den sehe ich gerade irgendwie nicht. TM12. Da ist gar kein Entgleiser. Hä? Doch, das wäre ein Entgleiser hier. Ach nee, das ist der Entgleiser da vorne. Entschuldigung. Das heißt, den müsste man eigentlich sehen. Die Ausfahrt hier. Ja, da ist er. Schauen wir doch mal ganz kurz, ob der auch reagiert. Kann ich manuell sagen, dass du auf Minus gehst? Okay, das scheint zu funktionieren. Dann schauen wir uns mal ganz kurz an, ob der Entgleiser auch umgestellt hat. Ja, hat er. Wunderbar. Das heißt, der Zug, der jetzt hier rausgefahren ist, könnte dann, nachdem ich diese Weiche hier wieder richtig umgelegt habe, hier rausfahren. Ah, mal schauen. Das wäre so ein Hit, wenn man hier irgendwie Custom-Fahrpläne hat, dass man hier so kleine Scherze machen kann. Dass man nicht straight irgendwie Verkehr hat, von links nach rechts und umgekehrt, und dass man wirklich Sondermanöver hat. So, Route Cancellation. Dankeschön. Wieder zurückstellen. Und das war die zweite Episode von Stationen hier in SimRail. In Volume 3. Also gerade vorbei. Schauen wir uns die nächsten zwei Stationen an. Hoffe, die Serie gefällt euch und wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.